Hallo, ich bin Julia, Redakteurin bei der Coop-Zeitung und ich teste die beiden E-Scooter, den von VMAX und den von Segway. Fahren wir doch gerade los. Die Bremsen sind super, wie man sieht. Auch das Tempo ist gut, es ist nicht ganz so schnell, wie ich erwartet habe. Er macht ein bisschen Lärm beim Fahren, aber sonst tipptopp. Dann gehen wir gleich zum nächsten. Dann teste ich jetzt das Segway-Modell, das ist ein bisschen günstiger. Also die Bremsen dunkeln mich schon ein bisschen schlechter, allerdings braucht es ein bisschen mehr Mut, hier hinten drauf zu drücken, als so wie bei den Velobremsen. Er wird dafür schneller als der andere und ist deutlich leiser. Dann schauen wir doch mal, was sie für Ausstattung haben. Damit man mit diesen Scootern auf die Strasse darf, müssen sie gewisse Bedingungen erfüllen. Zum Beispiel eine Vorder- und eine Hinterbremse haben. Das haben beide. Hier funktioniert es beim Velo auch so. Bei dem hat es eine Taste hier links für das Vorderrad und hinten muss man mit dem Fuß bremsen. Dann müssen sie beide Licht haben, Vorder- und Rücklicht. Das hat der hier. Der hingegen hat nur vorne ein Licht, hinten nicht. Da müssen wir irgendwo eins befestigen, zum Beispiel am Rucksack, dass man auf die Strasse gehen kann. Und dann brauchen sie auch noch eine Glocke. Das hat der. Einerseits so und andererseits auch so. Der hier hat keine Glocke, müssen wir auch zusätzlich anbringen. Gas geben wir mit diesem Hebel hier. Und er fährt wirklich gerade los, wenn man das Hebel betätigt. Bei dem muss man zuerst noch ein bisschen rampen und kann dann das Gas betätigen und dann fährt er los. Das Gas funktioniert gleich wie die Bremse auch einfach mit diesem Hebel. Dann noch die praktische Funktion, dass man ein Tempomat einstellen kann. Wenn man 5 Sekunden lang das gleiche Tempo hält, kann man das Gas loslassen und dann fährt das gleiche Tempo weiter, bis man bremst oder wieder nochmal Gas gibt. Beide Trottinette werden gemäss Hersteller 20 Stundenkilometer schnell, wobei der VMAX bei mir nie so schnell geworden ist. Der wird vielleicht so 17. Der Hersteller hat aber auch gesagt, dass am Anfang die Bremsklötze noch ein bisschen näher ans Rad kommen. Der Lärm führt auch auf das zurück. Ich weiß nicht, ob er dann auch schneller wird. Mal schauen, wie es in einer Woche aussieht. Beide längen so, also eine Ladung längt so 20 bis 30 Kilometer weit. Beim Ninebot kann man auch zusätzlich einen Akku anbringen, dann wird er einfach noch ein bisschen schwerer und er ist jetzt mit 11 Kilo schon relativ schwer, wobei der sogar etwa 16 wiegt. Man kann beide zusammenklappen, aber so ein Gewicht in den Zug reinhieven ist auch nicht gerade einfach. Mein Fazit, es fällt mir ein bisschen schwer, mich für einen Liebling zu entscheiden, weil beide ihre Vor- und Nachteile. Aber mit knappem Vorsprung gewinnt für mich den Ninebot. Einfach zum Beispiel, wenn er nicht gerade sofort losfährt. Wenn man anfährt, das ist bei dem fast ein bisschen gefährlich. Manchmal hält es dann fast das Rottinett unten rauf. Wenn man noch zuerst ein bisschen angehen kann, ist es einfacher. Und das Design ist einfach auch ein super Punkt. Er hat auch einen Award gewonnen für das. Und ich verstand, warum. Wenn nicht so kabel raus schauen, ist es einfach schöner. Ein bisschen billiger ist er auch noch. Also von dem her. Sieger.